Jetzt fangen wir zum Singen an. Halleluja! Vernehmen all, was ich getan. Halleluja! Erstellt so hell, als wir die Sonne steht über Buchenrohr. Und nehmt geraus aus der Sturm. Halleluja! Zur Armeleiter uns begebt. Halleluja! Ihm dürfet rund ums Finster werden. Halleluja! Siehst du, noch Quartier und niemand lasst sie ein. Fürs Arm sein kann heut niemand dafür. Halleluja! Und jetzt pass auf, es leidet euch. Halleluja! Zirkt ab den Hut und sing frei. Halleluja! Der Gottessohn als kleiner Bub wird unter uns Freund sein. Er bringt den Frieden und die Ruhe. Halleluja! Auch ich darf euch zum musikalischen Adventskalender des Musikvereins Grünbach wieder sehr, sehr herzlich begrüßen. Gestern war der 4. Dezember, das Fest der heiligen Barbara, und die Zweige, wie ihr seht, habe ich schon geschnitten, sind schon in der Vasen. Und wir Musiker haben heute die Barbara-Messe in der Pfarrkirche in Grünbach. Wir haben ja die Bergknappenuniform und die Barbara ist ja die Patronin der Bergleute. Ich mir denke, wenn wir schon so viel von der heiligen Barbara reden, dann erzähle ich euch vielleicht ein bisschen was über den Sinn der Zweigerl. Die Adventszeit ist an Geheimnissen reich. Du findest zu keiner anderen Jahreszeit so viel Brech. Ein schöner Brauch, recht alt und beinahe vergessen, ist allebeinau das Barbara-Zweigerl gewesen. Das Kirschbaum-Zweigerl, wie man es von früher kennt, ist ein Symbol der Hoffnung im Advent. Ein Knospen, ein Blier, neues Leben erwacht. Mitten eine in die kalte Winternacht. Früher hat's geheißen, wenn's bis Weihnachten bliert, dass Dirndl auf die Jahr sicher heiraten wird. So haben's dann, dass sie ja da geht, die Vasen mit dem Zweigerl zum Ofen zugestellt. Es hat auch geheißen, bliert's Zweigerl bis am heiligen Abend, so bringt's nächste Jahr viel Glück und Gaben. Hat eine Frau im Krieg damals gewartet auf ihren Mann, hat's gehofft, das Zweigerl zeigt dir die Heimkehr an. Könnt immer heut was wünschen, so weiß man recht, wenn's der Welt mehr Frieden anzeigen möcht. Was auch alleweil der scheine Brauch bedeutet, der tiefe Sinn passt wunderbar in der adventliche Zeit.